Moin und willkommen zu Star Wars Interworlds, eine Mod für X4. Ja, ich habe also ein neues Spiel gestartet, ausnahmsweise mal für X4. Und habe gedacht, ich werde dazu dann auch gleich einmal die Mod ausprobieren im Star Wars Universum. Das stellte ziemlich alles auf den Kopf, also die gesamte Galaxie wurde verändert, die ganzen Fraktionen wurden verändert und ja, sämtliche Schiffe wurden auch verändert. Das heißt, das gesamte Star Wars Universum ist mehr oder weniger in hier dieses Spiel integriert worden. Ja, das Einzige, was leider fehlt, aber kann ich auch irgendwo nachvollziehen, aber wer weiß, vielleicht kommt das ja irgendwann, das ist, dass die Charaktere quasi auch entsprechend angepasst worden sind, also nicht angepasst worden sind, besser gesagt. Da sieht man jetzt nicht so schön, ich stehe zwar noch da auf der Brücke, aber ja, das sind immer noch Argonen, Split, Terraner und so weiter. Also keine imperialen Offiziere, Piloten, Rebellen, Hutten, was auch immer. Zumindest habe ich noch nichts gesehen, außer eben den Standardvölkern aus X4. So, ich habe einen mehr oder weniger imperialen Staat gewählt, wie man hier sieht. Und zwar bin ich auf einem Gusanti-Frachter und starte bei den Sina Fleet Systems, sind das, glaube ich. Einer der Produzenten für das Imperium. Das Ganze hier spielt zu Zeiten, also theoretisch zu Zeiten nach der Zerstörung des zweiten Todessterns. Das heißt, das Imperium ist an sich eigentlich zerfallen und die dominierende Kraft in der Galaxis ist quasi die neue Republik. Ich mache mal hier oben kurz alles aus. Die sehen wir hier. Das hier wird alles von der neuen Republik kontrolliert. Hier sind die Rebellen noch. Und man sieht auch, quasi Coruscant ist ebenfalls in der Hand der neuen Republik. Das wollen wir irgendwann einmal ändern. Das dürfte eigentlich nicht die gesamte Map sein. Auch hier, also man kennt zwar schon einiges, aber ich meine, es gibt noch Sprungtore in andere Sektoren. Auf jeden Fall auch, wenn man einen anderen Start gewählt hat, dann geht es hier und an den Seiten und eigentlich überall nochmal ein bisschen weiter. Und wir haben auch noch nicht alle anderen Fraktionen angetroffen. Momentan mag uns die neue Republik nicht, kann ich gar nicht verstehen. Die Rebellenallianz mag uns nicht und die imperiale Aszendenz auch nicht. Das galaktische Imperium hingegen schon ein wenig. Genauso natürlich wie Sina Fleet Systems. So, was machen wir? Haben wir schon einen Auftrag? Muss ich doch direkt mal gucken. Nö, wir haben noch keinen Auftrag. Haben wir noch Post, die wir nicht gelesen haben? Ja, Einführung Finanzbehörde, das ist aber wurscht. Das heißt, wir haben noch nichts Richtiges als Auftrag. So, wir haben 200.000 Credits. Damit können wir im Grunde nichts anfangen. Das heißt, wie starten wir hier am besten? Sind hier auf dem Gusanti-Transporter. Das Imperium baut hier eine Verteidigungsstation auf. Das gefällt mir gut. Ich möchte nämlich hier keine anderen sehen. Wir könnten natürlich erst einmal ein wenig erkunden. Und
und dann auch gleichzeitig einmal gucken, ob es hier schon irgendwelche Handelsaufträge gibt. So wie die hier, die möchten natürlich jede Menge Sachen kaufen, um das bauen zu können. Jetzt könnten wir zum Beispiel mal Dura-Stahlplatten suchen. Also es sind viele, viele Bauteile und so weiter, auch aus X4 einfach übernommen worden. Es sind aber auch viele überarbeitet worden. Es gibt Stationen, die überarbeitet worden sind. Das kann man hier eigentlich ganz gut an der Station da sehen. Das ist eigentlich ganz cool. Also es ist eine Mischung aus X4-Stationen und Star Wars-Stationen der Optik nach. Also das ist schon ganz in Ordnung. Also wir gucken mal, dass wir uns ein bisschen schneller bewegen. Dann suchen wir mal nach Stationen. Da ist bloß ein Sprungtor. Stoppen wir erstmal wieder. Das ist, glaube ich, die andere Werft, wenn mich nicht alles täuscht. Wir können mal gucken, ob wir noch irgendwo irgendwelche Kontakte finden. Da oben sind einige Stationen. Dann wollen wir mal dahin. Können wir, glaube ich, zum Teil auch schon erkennen, ne? Was ist das denn? Victory. Feldspulen brauche ich nicht. Gewürze brauche ich auch nicht. Okay, und das andere scheint dann hier dieses Tor gewesen zu sein. Okay, machen wir erstmal was anderes. Wir gehen tatsächlich dahin. Dann docken wir da gleich mal an. Da holen wir uns auch auf jeden Fall mal einen Piloten. So, wo muss ich hin?
Sehr schön, die Beine sind ausgefahren. Dann stehen wir mal auf. Fliegt in der Klamotte. Ah, du bist mit Sicherheit zu teuer. So, dann lass uns mal wieder an Bord gehen. Gut, machen wir es auf den schnellen Weg. Und dann gucken wir mal, ob wir noch ein bisschen Crew mitnehmen. 20 könnten wir mitnehmen. Wir können natürlich auch 20 Marines mitnehmen. Dann sind wir aber pleite. Wir haben Satelliten, wir haben Navigationsbarken. Die Barken will ich nicht. Dafür nehme ich lieber Ressourcensonden mit. Und Schilde habe ich auch nicht komplett. Was ist das für eine Ausstattung hier? Dann stehe ich mal auf. Und dann würde ich sagen, darfst du mal hier erkunden. Das ist eine Schiffswerft, das ist eine Werft. Die Werft, okay, ist für die kleinen Dinge. Den Thai Phantom können wir nicht. Der ist natürlich auch nice. Wobei der hier, anders als in dem ersten Spiel, wo ich das Schiff mal kennengelernt habe, wahrscheinlich keine Handvorrichtung haben wird. Aber wir können günstige TIE Fighter bauen. Das macht trotzdem keinen Sinn. Wir können aber hier so eine Probe Droid bauen mit im Grunde nichts. Aber auch der ist dann schon mega teuer. Da haben wir noch 50.000. Und mit den 50.000 müssen wir dann gucken, dass wir irgendwie Geld verdienen. Machen wir aber. Wie sieht's aus? Haben wir einen Auftrag erhalten? Nee. Das wundert mich ein bisschen. Worauf wartest du eigentlich? Ja, hoffe ich. Auf! Okay, da unten sind die kleineren S-Docks drin. Gibt es hier drauf eigentlich nur 2 M-Docks? Ne, da vorne sind auch nochmal 4. So, und du bist auch bereit. Das ist schön. Wir schicken die mal hier hin. Und wenn die fertig ist, dahin. Und dann dahin.
So, das hier müsste eigentlich das Ding alleine hinbekommen. Dann würde ich mir tatsächlich das Ding hier gerne mal angucken. Das ist super. Bleiben wir ganz kurz bei dem. Ist auch wieder eine Werft, ne? Viele Werften hier. Ach, ein Ausrüstungsdock, okay. So, Feldspulen. Braucht irgendjemand Feldspulen? Das sieht nicht so aus. Oder Gewürze, ne? Also Feldspulen oder Gewürze. Es kauft jemand Feldspulen. Das ist doch Quatsch. Der kauft für 306 Feldspulen und der verkauft für 510. Da ist doch schon wieder kein Geld zu machen. Und das Ding hier müsste eigentlich deutlich effektiver sein. Alleine wie viel das hier schon mal abdeckt. Also und dann machen wir hier mal eine Ressourcensonde hin. Und dann machen wir den Befehl neu. Was war das hier gerade? Ein Sternzerstörer 2. Davon hätte ich gern ein paar. Was haben wir hier? Verteidigungsstationen, Handelsstationen. Und sonst noch nichts. Hier haben wir Tibana-Gas. Also eigentlich dauert das viel zu lange, wenn der das macht. Ich glaube, wir machen das mal selber. Fliegen wir mal in die Richtung.
Nee, ich mache das mal anders. Das beenden wir mal. Dann sagen wir dahin fliegen, dahin fliegen, dahin. Und damit sind die eigentlich viel, viel schneller. Gibt es hier und da vielleicht eine kleine Lücke, aber was soll's. Eine Nachricht. Eine Einladung nach Mongaza. Oder Mongaza, keine Ahnung. Kenne ich nicht. Das liegt, ich glaube, hier drüben. Da, ja. Ist natürlich ein ganz übler Weg. Ich weiß auch gar nicht, ob man hier hinten rumkommt oder ob man durch das Gebiet hier durch muss. Weiß ich nicht. Ich glaube auch hier, das müsste schneller gehen. Wenn ich sage, beende mal alle deine Befehle. Der wird wahrscheinlich viel, 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 viel schneller sein mit der Erkundung. Jetzt habe ich wieder Erkundung gemacht. Ist ja Quatsch. Dann könnte er ja mal dort dadurch fliegen und dann vielleicht noch mal dadurch fliegen. Und dann kann er noch mal hier reinfliegen. Und dann kann er meinetwegen anfangen, noch mal komplett zu erkunden. So. Das rechnet sich immer noch nicht mit den Feldspulen. Ist noch eine Gewürzplantage. Das geht so auf jeden Fall besser. Vielleicht sollte ich mal irgendeinem hinterherfliegen. Und gucken, wo die so hinfliegen, zu welchen Stationen.
Okay, hier haben wir eine Flotte, die auf irgendetwas aufpasst. Zwei Sternzerstörer, zwei Victory-Zerstörer. Ich glaube aber tatsächlich, dass wir hier weg können. Ich glaube, hier ist nichts mehr. Ist eine Box. Da auch. Gucken wir mal, ob wir die finden. Und ob die gesichert ist. Okay, dann gucken wir mal kurz, ob wir nicht schon dran vorbei sind. Nein, sind wir nicht. Das gerade richtig gesehen, dann sind wir dran vorbeigesaust. Aber ich glaube, etwas Rotes gesehen zu haben, und das ist schlecht. Wir haben halt keinerlei Waffe, doch das Ding hier hat Waffen. Aber es sind halt Geschütztürme, die kann ich nicht gezielt einsetzen, um diese Lootboxen zu öffnen. Und das Ding ist natürlich zum Öffnen. Also gesichert mit so Siegeln, die man kaputt schießen muss. Können wir mal insgesamt beschleunigen. Was echt schade ist, weil sich das Ding extremst wenig bewegt. Naja, soll nicht sein. Haben wir Sonnenkraftwerk. Das könnte natürlich Energiezellen für 20. Und es zahlt keiner mehr als 20. Das ist doch. Warte mal.
Warte. In der Handelsstation sind jetzt Dura-Stahlplatten für 209. Da kauft ihr eine für 243. Wir gucken mal so. Also Gewürze sind Quatsch, das will nämlich eh kein Mensch haben. Und Feldspulen sind immer noch günstiger im Einkauf, beziehungsweise für mich dann ja im Verkauf. Das macht ja gar keinen Sinn. Energiezellen gleichen sich gerade an. So, ich noch mal ganz kurz gucken, dass wir hier mal aufstehen. Dann pausieren wir wieder und dann geben wir hier dem Schiff mal Befehl. Wir kaufen mal Dura-Stahlplatten für 55.000. Und verkaufen sie für 64.000. Na dann mal los. Jetzt sag nicht, du hast noch einen anderen Auftrag. Das ist nämlich Quatsch, aber der wartet scheinbar noch, ob ich irgendwas damit vorhabe. Habe ich aber nicht. Deswegen, los geht's. Also das ist schon schön schnell. Kann man nicht anders sagen. So, dann können wir nebenbei mal im Auge behalten, was mit den Energiezellen passiert, aber scheinbar noch nichts. Plasmaleiter. Lohnt auch nicht wirklich. Kann man zwar Geld mit verdienen, aber extremst wenig. Es tut sich wieder schwer, durch dieses blöde Tor da zu fliegen. Der schon durch wäre, wenn ich nicht im System wäre. Was für ein Quatsch, dass der ständig den Antrieb startet und direkt wieder abbricht.
Naja, wir können trotzdem schon mal gucken, ob es schon den nächsten Handel gibt. Aber es sieht tatsächlich nicht danach aus. Feldspulen ist immer noch ein Negativgeschäft. Energiezellen ist plus minus null. Plasmaleiter wird gerade ein bisschen besser. Durastahlplatten lohnt sich auch kaum. Die Frage. Genau. Ich kann das Geld auch noch gar nicht einsetzen, was ich noch nicht verdient habe. Ist die Frage, ob wir hier Wiederholungsbefehle einsetzen können. Ob das Sinn macht. Also am liebsten wäre mir, wir würden eine Tibana Raffinerie, ich glaube Raffinerie ist das, eine Tibana Raffinerie finden. So, dass wir die dann mit Tibana-Gas beliefern können. Für ein regelmäßiges Einkommen. Mehr oder weniger regelmäßig. Das lohnt immer noch alles nicht. Was macht der denn? Feldspulen würden jetzt auch mit einem minimalen Gewinn gehen. Weitere Nachrichten gibt es nicht. Das ist einfach nur mein Personal. Das sieht aber komisch aus. Komisch langgezogen. Ist nicht wahr, er landet endlich mal. Könnt ihr rein theoretisch, so, ne, es war hier, da, der Gesandte, Informationen, zack, und alle Feinde angreifen. Ist die Frage, ob der da gleich trifft. Bringt natürlich auch nicht so viel, wenn ich nicht der Pilot bin, aber man kann ja gegebenenfalls die Fracht einsammeln. Was ist denn hier so laut? Ist der Klemmerter?
Oder der. Hier war irgendwo ein TIE Fighter. Das ist ja auch gerade ganz toll. Tja, aller Anfang ist schwer, ne? Frage ist für den kleinsten Miner. Ich glaube, die haben alle nur frühestens M-Miner, aber. Was hier? Ich glaube, der, nee, auch nicht. Das ist auch bloß ein Schleppschiff. Auch nicht. Und die haben eine Razor Crest. Also sie sieht erst dann vernünftig aus, wenn man die Antriebe ausgewählt hat, das geht hier aktuell nicht. Ist natürlich auch nett. Sind wir wieder gegengeknallt? Oh, Leute. So lässt sich natürlich kein Geld verdienen. Tja, wo kriege ich denn jetzt den kleinen Miner her? Oh Gott, jetzt hat er wieder. Ist echt am Ausrüstungsdock hängen geblieben. Er soll da gar nicht hin. Naja, das ist im normalen X-Spiel auch schon das eine oder andere Mal passiert. So, wenn wir hier keinen haben, dann ist das hier, glaube ich, der günstigste. Und der ist schon verdammt teuer.
Der donnert wieder dagegen. Blödsinn, wollte ich gar nicht. Genau, wir müssen erstmal hier unten weg. Sind immer noch unter der Station, wenn ich das richtig sehe. Aber jetzt sollte es klappen. So, gucken wir mal, was sie macht. Jetzt geht's. Hängt der hier im Ausrüstungsdock? Hätte ich vielleicht doch die Navigations parken lassen sollen. Hätte man die mit einbinden können in die Touren. Verteidigungsstation. So, dann lass uns mal unser erstes Geld verdienen. Verdienen. Wir haben ja schon recht viel ausgegeben. Schönes Schiff eigentlich. Wie die meisten Schiffe von Star Wars. Schon ein nettes Schiffsdesign. Was natürlich auch sehr, sehr passend für das X-Franchise gewesen wäre, wäre Babylon 5. Es würde halt auch extremst gut zu den Sprungtoren passen. Stationsbau, so lala. Das macht es natürlich wieder was schwieriger. Aber ich denke, da könnte man drüber hinwegsehen, dass die Stationen dann anders aussehen als in Babylon 5. Da sieht man ja relativ weniger, außer eben die Babylon-Stationen und ein paar Verteidigungsstationen. Wo will der hin? Der soll doch bestimmt da oben drauf landen. Tut sich echt schwer. Wer kommt denn da mit einem Mon Calamari an? Ist das von einem ehemaligen Admiral oder General? Ich weiß es gar nicht mehr. Oder Colonel oder... Ich glaube Admiral, ne? Tagge. Das Schiff passt ja mal gar nicht hierher. Gehört abgeschossen.
könnte tatsächlich trotzdem nochmal, solange ich das Schiff nicht selber fliege, die Waffen doch wieder zurück auf Verteidigung setzen. Das Andocken dauert überhaupt nicht lange. So. Da wäre das erste Geld. Aber leider gibt es nichts mehr zum Profit machen. Naja. Okay. Ich denke, wir belassen das für heute erstmal dabei. Und dann gucken wir mal, ja, wie wir nächstes Mal weitermachen. Vielleicht würde ich offscreen schon mal ein bisschen mehr Geld sammeln, weil das wird jetzt die ganze Zeit ja nur so hin und her gehen mit diesem einen Schiff, was ich da habe. Und dann würde ich gegebenenfalls, beziehungsweise nicht gegebenenfalls, sondern ich würde dann erst wieder reinstarten mit den Aufnahmen, wenn ein weiteres Schiff da ist oder sich irgendwas anderes tut, man irgendwas entdeckt hat, ein Auftrag gekommen ist oder wie auch immer. Und bis dahin würde ich sagen, ich belasse es für diese Folge so mit dem aktuellen Stand. Genau, wenn ihr gerne mehr davon sehen möchtet, lasst gerne ein Like da und ein Abo ist natürlich auch immer gerne gesehen. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet und ob ihr die Mod kennt, selber spielt. Oder eben mehr davon sehen wollt. Vielleicht auch andere Fraktionen oder ob wir einmal die verschiedenen Schiffe durchgehen sollen, die es da gibt. Wie auch immer, schreibt mir das gerne in die Kommentare und dann gucken wir mal. Und dann würde ich erst einmal sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.